just hate girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück zu Need for Speed 2015. Und wie ihr seht, habe ich gerade einen Screenshot gemacht, den ich nicht machen wollte. Ja, auf jeden Fall habe ich den Ferrari mal wieder ausgekramt. Und zwar für das Rennen von Amy und Nakasan. Und ich glaube, ich muss mit dem erstmal wieder einfahren, weil ich bin den halt jetzt die ganze Zeit nicht gefahren. Und es ist schon ein Unterschied zwischen einem Drifter und einem voll auf Glück getunten Wagen. Und die Geschwindigkeit ist natürlich auch mal auch ein Unterschied. Oh, 17 Kilometer rennen. Erinnert mich dezent an Need for Speed Hot Pursuit, aber nein. Aber nur 4 Minuten 32. Also wird es wahrscheinlich größtenteils Autobahnrennen sein. Habe ich ja den richtigen Wagen für, von daher. Oh, wie der zieht. 350, 360. Deswegen ist 250 fühlt sich bei dem so langsam an, weil das einfach quasi für den Wagen auch nicht wirklich viel ist. Deswegen fühlt sich das Handling gar nicht so krass an, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Was macht der? Guck mal unten, warte, gleich, unten, wie die Kilometeranzahl runtergeht. Das ist... Ich will nicht wissen, wie weit hinten Nakai-san und Amy gerade sind. Was war denn das? Ich auf der Brücke kann ja auch noch mal ein kleines bisschen Nitro benutzen. Welches ich in dem misslungenen Drift bekommen habe. Ich hab den gesehen, wollte ausweichen, aber wenn man halt so schnell ist, dann ist das so Sache.
hätte gern Speed Freak gehalten. Aber du hast durchgehalten. Gefällt mir. Speed Freak, der Speed. Dann mach ich nach. Hey, hier ist Fish. Wir haben uns bei Robin gesehen. Du hältst wohl nicht viel vom Telefonieren. Das respektiere ich. Bin unterwegs nach Southport. Komm vor. Dafür brauche ich aber wieder den anderen Wagen. Eigentlich haben fast alle Wagen bei mir blau, oder? NSX, super. Sogar beide vorne weiß und hinten blau. Der hat grün-schwarz. Blau-schwarz, blau-weiß. Drei Wagen blau, okay. Gymkhana oder Drift Contest? Ich würde sagen Drift Contest. Ich hätte den eigentlich noch Leistung reinbauen sollen, wenn ich schon in der Garage bin. Okay, Mann, mal sehen, was du kannst. Ah, das. Ich weiß schon, dass das Event cool wird an sich. Da habe ich zumindest in Erinnerung. Also, es wird zumindest lustig. Boah, der M40 da drauf. Hat sie mich gerade Anfänger genannt? Okay. Robs und Spikey starten durch. Das wird eine tolle Nacht. Bis gleich. Bisher sieht das Event nicht so gut für mich aus. Ich habe ja auch gerade mehr mit den Konkurrenten zu kämpfen, als mit meinem Wagen. Alter, das ist zu viel mit den drei Wagen hier in einer Kurve. Yeah.
jetzt baue ich mir auch einen Vorsprung aus. Großartiger Beinahe-Unfalllauf. Na, wenn das nur Beinahe-Unfälle waren. Weil noch Level 40, da kriegt man richtig viel eigentlich. Nicht schlecht, Bro. Rob hatte recht mit dir. Wir sehen uns. Gymkhana ist hier oben. Ich glaube, das wird auch das letzte Event sein für heute. Part wird heute mal ein bisschen kürzer. Mentale Blockade. Okay, soll das ein Beispiel sein, wegen Ken? Also Ken. Vielleicht mache ich auch erst, fällt mir gerade ein, erst Eddie's Challenge, dann Outlaws. Weil ich denke mal, Eddie's Challenge ist interessanter für die meisten, finde auch ich besser. Also was nicht heißt, dass ich am Ende das Schlechte machen möchte. Nur, keine Ahnung, Outlaws ist so eher Afterglow-Content irgendwie, finde ich. Und ich meine, man braucht es quasi, um das richtige Ende zu bekommen noch. Kann ich ja schon sagen, da gibt es noch ein paar Rennen danach, wenn man alle Serien voll hat. Aber an sich würde ich wahrscheinlich erst Eddie's Challenge machen. Ich weiß noch nicht ganz, wie es sich ergibt. Weil, naja, eigentlich ist Outlaws ja schon Story. Und ist auch, glaube ich, nicht so lang wie die anderen hier. Habe ich. Jetzt muss ich nur noch 3 Minuten 50, 8 Kilometer schaffen. 8,4. Marvel.
Oh Gott. Ich habe gerade echt so ein bisschen Sorge, dass ich es nicht mal in der Zeit schaffe hier. Also Punktzahl, kein Problem. Aber es sind auch nur noch 30 Sekunden. Wenn das hier weiter so kurvig bleibt. Okay, hier ist die Gerade, hier ist es halt kurvig. Okay, da vorne ist es hier. Habe ich mittlerweile eigentlich 40 oder? Ne, 39. Hey Mann, Ken hier. Sollen wir uns beim Bunker treffen? Muss einiges mit dir und Manu besprechen. Bis später, Kumpel. Also die beiden Driftkarrieren gehen jetzt auch sehr dem Ende zu. Ich glaube, die von Robin dauert jetzt noch ein bisschen. Aber ich glaube, Manu ist so gut durch. Dann wäre Style nämlich auch abgehakt. Erstmal. Was ein bisschen schade ist, weil das ist eine der besten Dings auf jeden Fall. Oh. Hey Mann. Amy ist da drüben. Sie ist echt dankbar für das, was du für sie getan hast. Wie wir alle. Komm. Hey, sieh mal, wer da ist. Hey! Ja, Mann! Hey! Will dir was sagen? Yo, du bist jetzt einer von uns. Mikasa, Tsukasa. Er sagt, wir sind die nächste Generation, Mann. Yeah! Ja! Kanpai! Kanpai! Also ich glaube, Schauerkarriere ist damit auch vorbei. Würde ich mal... 121.000, lol. Ich baue einfach mal die Teile ein, auch wenn ich ziemlich nah an neueren bin, quasi. Ja, komm, ich baue einfach Höchststufe an. Was ich bei dem Teil an Leistung verliere, gleiche ich ja mit anderen wieder aus. Ja gut, ich würde dann sagen, weil gibt's was Neues bei Object Tuning? Ach so, keine Teile verfügbar. Was war denn noch ab Level 40 erst hier? Ah, Frontbleche kann man jetzt machen. Ja, so kleine nehme ich mal. Und bei dem sind übertriebene Flaps nicht so krass.
Irgendwie sieht man den Sturz nicht so. Aber okay. Das kann ich nicht glauben. Wirklich, das ist verrückt. Echt verdammt cool, Mann. So cool. Ein paar Freunde wollen dich kennenlernen, wo du ein Star bist und so. Ich stehe nicht so auf das Devil-Ding. Wer hat denn was von Risky Devil gesagt? Ich rede von Susan und ihren Leuten. Die Lady-Gruppe von der Eastside? Jupp. Mist, warum sagst du das denn nicht? Lad sie alle ein. Sag's der ganzen Welt. Es ist Party-Time, Mann. Ich sehe euch alle im Bunker. Alles klar. Bis später, Manu. Gut, bis später. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.